Ja, herzlich willkommen hier bei der Freien Presse. Wir sind heute zu Gast in Wittlich bei der Demo für Frieden, Freiheit und Souveränität. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserer Videoaufnahme. Wie gesagt, wir berichten neutral, werden uns mit Kommentaren zurückhalten und ja, erlebt es einfach. Viel Spaß! Wir Wasser sind zum Gehorsam nicht geboren, wollen immer andere Schritte wagen, haben so manchen Kampf, doch niemals unsere Würde verloren. Und so oft will man uns nicht verstehen, weil wir das Leben noch durch eigene Augen sehen. Wir kehren zurück zu unserem Anfang. Wir wählen das Glück und finden Anklang. Denn in euer falsches System passen wir niemals rein. Passen wir niemals rein. Wir machen uns auf mit den Gefährten, mit neuem Mut und halten Werten. Denn in eurem falschen System, da sind wir niemals frei. Sind wir niemals frei, denn wir lieben anders. Denn wir träumen anders. Denn wir fühlen anders. Denn wir spüren, dass wir anders sind als ihr. Oh, oh, oh. Diese Blicke, wenn wir schweigen, wandern zum Boden, wenn wir sprechen. Wenn wir unsere Wahrheit teilen und unser Wort schon wieder nicht brechen. Und so oft will man uns nicht verstehen, weil wir das Leben noch durch eigene Augen sehen. Oh, wir kehren zurück zu unserem Anfang. Wir wählen das Glück und finden Anklang. Denn in euer falsches System passen wir niemals rein. Passen wir niemals rein. Wir machen uns auf mit den Gefährten, mit neuem Mut und alten Werten. Denn in eurem falschen System, da sind wir niemals frei. Da sind wir niemals frei, denn wir lieben anders. Denn wir träumen anders. Denn wir fühlen anders. Denn wir spüren, dass wir anders sind als ihr. Wir sind seltsam, komisch, selten, platonisch. Wir denken quer, viel zu ehrlich und fair. Nein, wir passen nicht in eure Welt. Wir sind fragwürdig, nachdenklich, wahnsinnig, schlagfertig, tragisch, magisch und viel zu empathisch. Nein, wir passen nicht in eure Welt, weil wir noch wissen, was für uns zählt. Wir kehren zurück zu unserem Anfang. Wir wählen das Glück und finden Anklang. Denn in euer falsches System passen wir niemals rein. Passen wir niemals rein. Machen uns auf mit den Gefährten, mit neuem Mut und alten Werken. Denn in eurem falschen System, da sind wir niemals frei. Sind wir niemals frei. Wir wählen das Glück und finden Anklang. Denn in euer falsches System passen wir niemals rein. Passen wir niemals rein. Wir machen uns auf mit den Gefährten, mit neuem Mut und alten Werten. Denn in eurem falschen System, da sind wir niemals frei. Sind wir niemals frei. Oh. Whoa!
machen uns auf mit den Gründern. Mit neuem Mut zum Seitenwert. Sind in eurem falschen System, da sind wir niemals frei. Sind wir niemals frei. Und darum kämpfen wir. So, hallo und herzlich willkommen zu unserer, ich glaube, es ist mittlerweile fast die 40. Veranstaltung, soweit ich weiß. 39, okay, aber also seit 2,5 Jahren stehen wir hier, mittlerweile zum 39. Mal. Und ich heiße euch jetzt erstmal herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung unter dem Motto: Macht den Mund auf! Hört es auf, solange ihr gehorcht? Nein, es wird nicht besser, solange wir gehorchen. Auflagen haben wir heute keine, weder Masken noch soziale Distanzierung. Bei uns gilt weiterhin soziale Nähe. Also vorab sei gesagt, dass wir für euch Glühwein, Kaffee und andere Kaltgetränke bereitgestellt haben, dort vorne am Stand. Da wir aber keine Ausschankgenehmigung haben, bitten wir euch, dass ihr euch einfach selber bedient. Also dort stehen Thermoskannen, links mit rechts, die linken sind mit Glühwein gefüllt, die rechten mit Kaffee und daneben stehen dann auch noch ein paar Kaltgetränke. Becher stehen auch bereit und natürlich ist auch alles kostenlos für euch. Genauso wie unser Infomaterial, das wir für euch dort hinten am Infostand Stand bereitgestellt haben. Bedient euch gerne, hier ist auch wieder unsere aktuellste Version der Chronologie einer Verschwörung enthalten. Mit zum Teil dubiosen Patenten auf das Coronavirus und verschiedenen Beschlüssen, die unsere Bundesregierung und hinter unserem Rücken beschlossen hat. Und noch vielen weiteren Aufdeckungen, die wir in unseren Mainstream-Medien leider nicht hören. Wir finden aber, die Wahrheit sollte für jedermann zugänglich sein, egal wie hart sie auch sein mag. Also ich werde immer wieder gefragt, warum wir eigentlich immer noch hier stehen. Corona interessiert doch mittlerweile keinen mehr. Also ich nenne euch jetzt ein paar Beispiele, warum wir auch heute wieder hier stehen. Erstens, laut paritätischem Armutsbericht 2022 hat die Armut in Deutschland mit einer Armutsquote von 16,6% im zweiten Pandemiejahr einen neuen Höchststand erreicht. 13,8 Millionen Menschen werden in Deutschland derzeit zu den Armen gezählt. Und der bisherige Höchstwert von, das ist ein bisheriger Höchstwert und wurde um 600.000 überstiegen, als noch, also 600.000 mehr als noch vor der Pandemie. Dann sagen sie uns, die Inflationsrate liegt derzeit bei etwa 11%. Aber laut pleiteticker.de beträgt die aktuell gemessene Inflationsrate seit einem Jahr, gemessen an den Wohn- und Energiekosten und Lebensmitteln, stolze 56,4%. Damit hat sich das durchschnittliche Monatseinkommen in Höhe von 3.600 Euro in Deutschland entsprechend um 1.300 Euro auf 2.300 verringert. Der Strompreis ist seit einem Jahr um sage und schreibe 344% gestiegen. Der Gaspreis hat sich versechsfacht und das, obwohl die Gasspeicher in Deutschland voll sind. Deswegen stehen wir auch hier. Deutschlands Wirtschaft schmiert ab. Jeden Tag brechen Unternehmen unter den explodierenden Energiekosten zusammen und melden Insolvenz an. Immer mehr Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten. Eine Krise, die Wirtschaftsminister Robert Habeck nicht sehen möchte. Also er hat gesagt, ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, aber nicht insolvent werden. So der Wirtschaftsminister Anfang September. Die Wahrheit ist, die Inflationswelle ist längst da. Harte Fakten. Insolvenzen in Deutschland seit gestern 108, in dieser Woche bereits 171, seit 1. Oktober 752. Deswegen stehen wir hier. Zweitens, mit Bayern hat das erste Bundesland wegen der massiven Flüchtlingswelle damit begonnen, erste Immobilien zu enteignen, um Platz für Flüchtlinge zu schaffen. Und das ist nur der Start für die geplanten Enteignungen, von denen wir schon so oft gesprochen haben. Was unsere Politiker für die Zukunft planen, sagt uns Annalena Baerbock sehr deutlich. Es werden nicht nur Hunderte oder Tausende Flüchtlinge zu uns kommen, es werden zwischen 8 und 10 Millionen sein. Und wir werden sie alle aufnehmen. Deswegen stehen wir hier. Drittens, während das Jahrhundertverbrechen mit den sogenannten Corona-Impfungen weiter auffliegt, verschweigen
oder verweigern BioNTech, Pfizer und Moderna die Studienüberprüfung zur Übersterblichkeit in Europa. Aktuelle Zahlen vom Juli 2022 hat Report 24 veröffentlicht. Die Übersterblichkeit hat im Vergleich zu den Jahren 2016 bis 2019 europaweit um 22% zugenommen. Trauriger Spitzenreiter ist Island mit 55,8%, gefolgt von Spanien mit 37%. Wir in Deutschland stehen mit 15,2% noch verhältnismäßig gut da, also wenn man das so sagen kann, und vor allen Dingen noch. Die Euromomo, die für die Überwachung der Übersterblichkeit in Europa zuständig ist, hat jetzt Daten aus 27 Ländern zur Übersterblichkeit bei Kindern zwischen 0 und 14 Jahren ausgewertet. Und das Ergebnis ist erschreckend. Im Jahr 2020 war der Wert der zu erwartenden Todesfälle bei Kindern nicht überschritten und auch unauffällig. Es folgte dann aber am 28.05.2021 die Freigabe zur Impfung ab 12 Jahren, am 25.11.2021 die Freigabe zur Impfung ab 5 Jahren und am 1.03.2022 dann die EMA-Empfehlung für den Booster für Kinder ab 12 Jahren. Seitdem vermeldet die Euromomo einen ungebrochenen Anstieg bei der Anzahl verstorbener Kinder. In der Kalenderwoche 40, also Anfang Oktober, wurde der Wert der zu erwartenden Todesfälle um 807 Tote überschritten. In nur einer Woche, noch nie zuvor wurde auch nur annähernd dieser Wert erreicht und dieser Anstieg hält weiter an. Wir reden hier von verstorbenen Kindern zwischen 0 und 14 Jahren aufgrund der Corona-Impfung. Und jetzt wird sogar die Impfung für Kinder ab 6 Monaten empfohlen. Und das, obwohl die Wahrscheinlichkeit im Alter von 0 bis 14 Jahren an Corona zu sterben, bei 0 liegt. Deswegen stehen wir hier. Und noch ein Punkt. Im Frühjahr 2021 haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Kinder und Jugendliche versucht, sich das Leben zu nehmen. In einer Studie der Uni Essen ist ein sprunghafter Anstieg an Suizidversuchen, vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen, im Frühjahr 2021 festgestellt worden. 27 deutsche Kinderintensivstationen meldeten in einem dafür angelegten Register für den Zeitraum von Mitte März bis Mitte Mai 2021 insgesamt 93 Suizidversuche. Das sind statistisch gesehen im Schnitt dreimal so viel als in denselben Zeiträumen 2017 bis 2020. Laut dem Statistischen Bundesamt starben im Jahr 2020 in Deutschland insgesamt 9.206 Personen durch Suizid, also über 25 Personen am Tag. Das war 2020 und komischerweise sind derzeit auch nach langem Suchen keine Zahlen aus 2021 veröffentlicht worden. Also man könnte doch glatt meinen, dass hier etwas vertuscht werden soll. Und auch deswegen stehen wir hier. Und ständig höre ich, es bringt doch nichts, wir können ja doch nichts ändern. Und ich sage, doch verdammt nochmal, wir können, wir müssen sogar, denn wenn wir es nicht tun, wird es kein anderer für uns tun. Und um auch nur ansatzweise zu verstehen, was in der Welt derzeit vor sich geht, muss man bereit sein, vieles zu vergessen, was man gelernt hat. Und dabei sind wir euch gerne behilflich. So, bevor es jetzt losgeht, noch zwei Zitate von zwei bekannten Persönlichkeiten, die uns zu denken geben sollten. Das erste ist von Wolfgang Schäuble, ich zitiere: Wenn die Krise größer wird, werden dadurch auch die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Oder anders gesagt, die geschaffene Not soll die Menschen zwingen, sich zu beugen. Das zweite ist vom mittlerweile verstorbenen Urvater der Propaganda, Edward L. Bernays. Ich zitiere: Die bewusste und zielgerechte Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen ist wesentlicher Bestandteil der Demokratie. Und wir sind hier, um uns dagegen zu wehren und den Mund aufzumachen. Um es mit den Worten unserer Außenministerin Annalena der Brain Baerbock zu sagen: Nur wer seinen Mund aufmacht, ist in der Lage, Ravioli zu bieten. So, Freunde, jetzt geht es auch gleich direkt weiter. Ich komme später auch nochmal. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß heute und viele wichtige Informationen. Herzlichen Dank, Tino. Das war ja wieder ein fulminanter Einstieg mit vielen Fakten. Aber in einem Punkt muss ich dir doch leider widersprechen. Bei uns ist nicht alles umsonst. Umsonst ist nur der Tod. Und wenn er mit der Spritze kommt, dann ist selbst der nicht umsonst. Denn die Spritze, die zahlen wir mit unseren Steuern. Deshalb
haben wir da so ein Sparschwein stecken, unsere Kriegskasse, auf die ich unbedingt hinweisen muss. Da kann man immer ein bisschen was reinklimpern lassen, wenn man sich bei den Getränken bedient. Ja, seit unserer letzten Demo, denke ich, ist eine ganze Menge passiert im letzten Monat. Und da würde ich ganz gerne zunächst mal einfach in die Runde fragen, was für euch das Wichtigste war. Wen darf ich zuerst fragen? Was war für Sie das Wichtigste? Erstmal überlegen, dann frage ich hier weiter, dann habe ich glaube ich mehr Erfolg. Was war das Wichtigste? Was waren die wichtigsten Ereignisse? Ich nehme gerade mal mein eigenes Mikro so lang. Ja gut, die wichtigsten Ereignisse, das ist diese Kriegsvorbereitung, die mich unheimlich stört. Ich wohne in der Nähe von Spangdahlen, da habe ich am Freitag gesehen, dass sie auf dem Airport da einen zweiten Zaun ziehen. Das heißt, einen inneren Zaun. Das heißt, sie bereiten sich auf jeden Fall auf irgendwelche Sabotage oder was weiß ich was vor. Ja, das kann auch daran liegen, dass sie Opposition in der Bevölkerung befürchten. Auf jeden Fall ist es halt ein Zeichen, dass sie sich vorbereiten und das ist halt ein Thema, das sozusagen gar nicht lustig ist. Ja. Vor 2 Jahren war ja mal die Rede davon, dass in den Bundestag ein Wassergraben gezogen werden soll. Ich glaube, das ist noch nicht verwirklicht, aber mit hohen Zäunen hat man es da auch. Ne? Zumindest wenn so Demos angesagt sind. Ja gut, dann könnte man den Bundestag ja wunderbar belagern. Und warte, bis sie aufgeht. Guter Plan. Also, ansonsten, was mich unheimlich oder betroffen gemacht hat, das ist diese Gender-Sache, die jetzt immer schlimmer wird, zum Beispiel mit dieser Pubertäts-Aussetzpille und ja, unglaublich, ne? Was da alles gemacht wird, das ist der absolute Hammer. Und mich wundert, dass die Frauen oder die Mütter, dass die nicht sofort auf die Straße laufen. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Man könnte eigentlich, wenn man sowas am Fernsehen hört, nur schreiend weglaufen. Ich glaube, da haben sie wahrscheinlich noch nicht so viele von mitbekommen. Also da war die Rede davon, ich glaube in den USA, vom Präsidenten sogar, jeder Jugendliche solle Zugang zu Pubertätsblockern haben. Also das ist praktisch eine chemische Kastration. Das gibt es ja bei uns, ist ja das Gesetz auch gemacht worden, dass das zulässig ist. Ja. Genauso dürfen Jugendliche irgendwann entscheiden, welches Geschlecht sie haben. Ja. Dann bekommen die OP alles vom Staat bezahlt, das ist alles kein Thema. Ja. Und was auch der Hammer ist, dass der Lehrer in der Schule, wenn er denkt, dass du als Junge dich aber mehr wie ein Mädchen benimmst, dann können die mehr oder weniger auch drauf drängen, dass du dich also umoperieren lässt und die Eltern haben da absolut kein Mitsprache. Ja, ist unglaublich. Die Bild-Zeitung hat das auf der Titelseite gebracht. Jeder kann ab jetzt sein Geschlecht selber wählen. Da gibt es übrigens im Ketzerbrief, im aktuellen Beitrag zu, Fritz-Jörg Höwitz schreibt da, dass diejenigen, die das machen, im Grunde genommen als abschreckendes Beispiel für den Rest wirken sollen. Denn sie sind ja halbe Krüppel daran. Na gut, ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist halt so, dass eine ganz geringe Minderheit hier unser Leben bestimmt. Und das kann auch nicht sein. Und ein Kind entsteht normalerweise durch die Zusammenkunft von Mann und Frau und nicht von sonst irgendwas. Und aus dem Grund sollte man doch als Eltern denken, dann dürfte auch nur ein Junge oder ein Mädchen rauskommen. Und deshalb sollte man sich darum kümmern, dass das auch entsprechend für die Kinder so gemacht wird. Völlig richtig. Darf ich nochmal weitergehen? Eigentlich hatte ich gedacht, bei den wichtigen Ereignissen im letzten Monat wäre so ein bisschen was aus der Ukraine dabei gewesen. Sie vielleicht? Ja, für mich ein bisschen mehr. Kommt das an jetzt? Ja. Ukraine, das war für mich jetzt das Stichwort, 500 Millionen jeden Monat, die da hingeschaufelt werden sollen.
angeblich für den angeblich für den Wiederaufbau der Ukraine. Die sind im Moment dabei, dieses Land komplett zu zerstören. Was macht das da für einen Sinn, Wiederaufbau? Diese 500 Millionen, die gehen 1:1 in die Kriegskasse von diesem Verbrecher Zelensky. Genau. Und sonst passiert damit gar nichts. Und wenn die Ukraine dann endgültig zerstört ist, dann werden wir nochmal aufgerufen und zahlen dann wahrscheinlich 1 Milliarde jeden Monat. Ja. Ja? Und das ist eine Unverschämtheit, wenn man dann auf der anderen Seite sieht, dass die Leute im Kreis Arbeiter heute noch auf die Millionen Spenden warten, die zugesagt wurden und die immer noch nicht da sind. Und die Leute stehen teilweise im Freien und wissen, wo sie übernachten sind. Ja, weiß genau. Also ich bin vor 2 Wochen noch durchs Ahrtal gefahren, komplett. Und es sieht wirklich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen noch ganz genauso aus wie vor einem halben oder einem ganzen Jahr. Es ist unglaublich. Es tut sich einfach nichts da. Das ist eine Unverschämtheit. Diese Regierung ist nicht dazu da für das eigene Volk. Die regiert gegen das eigene Volk. Ja. Jawohl. Das muss ich unbedingt weiter rumsprechen. Ich denke, die Sprengung der Krimbrücke war doch eigentlich knapp nach unserer letzten Demo und war doch bestimmt auch ein besonderes Ereignis. Da ist mir unter die Augen gekommen, dass Joe Biden persönlich, ne, so ungefähr im Jahr 2000 oder 2001, da hatte der sich noch damit gebrüstet, dass die Zerstörung der Belgrader Donaubrücken auf ihn zurückzuführen sei, sein Verdienst sei. Ja, ja. Die Belgrader Donaubrücken sind damals in den ersten Kriegswochen von Zehntausenden Einwohnern mit ihren Körpern geschützt worden. Die haben sich da tagelang, nächtelang drauf versammelt und irgendwann mal hatten sie eben keine Kraft mehr und dann sind diese Brücken tatsächlich auch aus der Luft zerstört worden. Wie weitgehend das andere Land, der Rest des Landes auch. Ich glaube, 11 Wochen Bombardement war das damals, ne? Mit uneingeschränkter Luftherrschaft. Unter anderem ist mir gut in Erinnerung, Jugoslawien hatte damals noch eine Autoindustrie. Ja, das ist einfach ein nächster Konkurrent, der danach weg war und noch nie wieder aufgebaut wurde. Aber gut, vielleicht kann ich noch jemand anders ansprechen. Das Wichtigste im letzten Monat, seit der letzten Demo, vielleicht Schwerpunkt Ukraine oder was in den Sinn kommt? Ich möchte gerne was anfangen. Mir liegt eher am Herzen, dass die Das ist wirklich im Moment eines der größten Verbrechen. Das ist wirklich unglaublich. Obwohl sich immer mehr die Nebenwirkung rumspricht, wird weiterhin Tamtam für Kinderimpfung gemacht. Und es ist wirklich, ich bin also wirklich selber sprachlos. Jetzt gerade vor ein paar Tagen hat Klabauterbach persönlich eingeräumt, dass die Schließung der Kitas 2020 nicht nötig gewesen sei. Medizinisch keine Rechtfertigung hatte. Darunter haben die Kinder auch unglaublich gelitten. Ne? Ja, das ist ja festgestellt worden, dass die Kinder auch ganz massiv darunter leiden, dass sie die Maske tragen müssen. Die können dann nicht mehr von den Lippen ablesen. Vor allen Dingen, was sie als Baby da schon versäumen, ist ja einfach wahnsinnig. Ja. Meine Nachbarin hat letztes Jahr zu Weihnachten ein Mädchen bekommen. Als das ein halbes Jahr alt war, habe ich sie mal angelächelt, als sie auf dem Arm der Mutter war, und da hat die zurückgelächelt. Das heißt, Kinder können mit 6 Monaten Mimik erkennen, aber nicht mit Maske. Das ist die Mimik ist unglaublich wichtig im sozialen Verhalten. Wir haben damit eine Generation von psychisch Gestörten herangezogen, oder die noch kommt. Nochmal aus Aktuelle. Vielleicht hier noch ein Gesprächspartner. Was war das Wichtigste im letzten Monat? Ich bin letztes Mal dabei. Also ich wusste nicht, wer das. Ich wollte nur sagen, zu den Frauen anschließen, wegen Kindern. Nee, das ist wirklich. Da muss die Politik ein bisschen mehr denken an die Kinder. Also die Kinder antun, die Kunst, das wird zerstört.
Aber da, was dann noch von Kindern rauskommt, was das dann an den Kindern wert? Die Politiker müssen sich richtig gut überlegen, was sie da tun. Ja. Das ist natürlich. Ja. Vielen Dank. Ich muss gestehen, ich bin selbst sehr, sehr viel auf so russisch-freundlichen Kanälen unterwegs und von daher war für mich natürlich das Wichtigste im letzten Monat, was so in der Ukraine passiert ist. Und da gibt es tatsächlich doch ein bisschen Veränderung, was zu erzählen ist. Also zunächst mal ist ja auch nach der Sprengung der Krimbrücke ein Drohnen- und Raketenkrieg geführt worden gegen die Ukraine, gegen die Infrastruktur. Und zu dem Zeitpunkt hat man hier im Westen eigentlich noch unglaublich viel Atomgebabbel gehört. Da wurde ständig in den Raum gestellt, die Russen könnten in der Ukraine zu Atomwaffen greifen, was vollkommener Schwachsinn ist. Also mindestens 40% der Ukrainer sind Russen. Und militärisch macht das überhaupt keinen Sinn und politisch schon dreimal nicht. Im Grunde genommen war das die ganze Zeit nur eine Vorbereitung einer atomaren False-Flag-Aktion. Das heißt, die Gefahr bestand von Anfang an und nach der Sprengung der Krimbrücke ganz besonders, dass die Ukraine auf eigenem Gebiet eine Atombombe zündet und das natürlich den Russen in die Schuhe schieben will. Ne? Und da hat doch tatsächlich jetzt vor ungefähr 10 Tagen der russische Außenminister zunächst mit Macron und noch dem anderen aus Europa telefoniert und anschließend, oder vielleicht auch sogar mit den USA, weiß ich jetzt nicht, und anschließend mit dem Chinesischen und mit dem Indischen. Und da ging es darum, waren konkrete Sachen bekannt, was die Ukraine plant mit einer schmutzigen Bombe. Und das, weshalb ich darauf zu sprechen komme, was das Neue ist an der Sache, das kam dann tatsächlich auf den Titelseiten und auf dem Handy im Browser als allererste Meldung. Die Geschichte, dass Russland in der Ukraine unterstellt hat, eine schmutzige Bombe oder überhaupt eine Atombombe zu zünden, um es eben den Russen anzulasten. Ne? Da konnte man zumindest etwas aufatmen. Also nachdem das durch die Westmedien gegangen war, denke ich, war die Gefahr einer solchen Atombombe in der Ukraine doch etwas gesenkt. Ne? Und jetzt haben wir jetzt gerade vor 2 Tagen, glaube ich, G7-Gipfel, da sagte doch tatsächlich Baerbock, jeder weitere Tag Krieg ist ein Tag zu viel. Da muss sich also doch irgendwas geändert haben. Ich nehme an, es liegt nicht zuletzt auch an den militärischen Fähigkeiten von Russland, die doch nicht ganz so schlecht sind, dass die Kriegslust im Westen jetzt in den letzten Wochen doch spürbar abgenommen hat. Gut, soweit. Ja, klar. Dann übergebe ich an Elke. Also, weil wir gerade bei dem Thema jetzt Ukraine-Krieg sind, ich meine, selbst wenn die Gefahr eines Atomkrieges oder einer Atombombenzündung dort gerade gebannt ist, ist es trotzdem unfassbar, was da inzwischen an Kriegswaffen hingeliefert wurde. Und ich, ja? Darf ich nochmal gerade, also ich habe ja das Thema jetzt gerade ein bisschen ausgeführt und da hatte immerhin so ein hohes NATO-Tier gesagt, wenn Russland eine Atombombe zündet in der Ukraine, die ja genauso gut von der Ukraine gezündet werden kann, dann würde die NATO als erstes mal die russische Flotte vernichten und die militärischen Fähigkeiten von Russland brechen. Ungefähr so. Also hörte sich so an, das solle so werden wie in Libyen oder wie in Jugoslawien. Ne? Das klang schon gefährlich. Ja, die Drohgebärden sind schon gewaltig, klar. Also ich denke, da haben wir die Probleme vielleicht so ähnlich wie, ich glaube, in den 60er Jahren mit der Kuba-Krise. Da stand man ja wohl auch kurz davor, dass wir Atomkrieg bekommen hätten, auch wenn uns das als Bevölkerung nicht so bewusst geworden ist. Aber viele sagen, die Kriegsgefahr ist heute viel größer als 1961 bei der Kuba-Krise. Also ich möchte euch mal ein paar Fakten zur Kenntnis geben, die aus dem Briefing der Sprecherin...
Hallo, ja. Der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am 5.11. zur ukrainischen Krise mal bekannt gegeben wurde. Da werden immer so kurze Statements übersetzt. Das finde ich eigentlich recht interessant, damit wir mal sehen, was da an Waffenlieferungen schon passiert ist. Also, aus diesem Briefing folgende Informationen. Die NATO fährt damit fort, das Regime in Kiew mit Waffen und Munition aufzupumpen, es mit Aufklärungsdaten zu versorgen, seine Soldaten auszubilden, Ortungshilfe bei Kampfhandlungen zu leisten und kommt dadurch der gefährlichen Linie einer direkten militärischen Auseinandersetzung mit Russland immer näher. Nach den in der vorigen Woche veröffentlichten Informationen des Instituts für Weltwirtschaft Kiel beläuft sich die gesamte Militärhilfe des Westens für die Ukraine mittlerweile auf 42,3 Milliarden US-Dollar. Mal auf der Zunge zergehen lassen, 42,3 Milliarden US-Dollar. Da verdienen sich eine ganze Menge Unternehmen gerade eine absolut goldene Nase, während unsere Bevölkerung hier mit hohen Preisen und nicht bezahlbarer Energie konfrontiert wird. Das muss man sich halt auch auf der Zunge zergehen lassen. Mit 28,3 Millionen US-Dollar kommen mehr als die Hälfte davon auf die USA, den wichtigsten Geldgeber Kiews, die es nicht dabei belassen wollen. Am 14. Oktober 2022 wurde eine weitere Auszahlung von 725 Millionen US-Dollar an die Ukraine angekündigt. Die EU versucht, ihrem amerikanischen Big Brother nicht hinterherzuhinken. Die EU-Länder und Institutionen haben bereits 8,6 Milliarden US-Dollar locker gemacht. Am 17. Oktober 2022 beschlossen die EU-Außenminister eine Ausbildungsmission für die Streitkräfte der Ukraine. Die soll bereits in einem Monat auf die Beine gestellt werden und in zwei Jahren über 15.000 Führungskräfte verschiedener Dienstgrade schulen. Für dieses Unterfangen werden knapp 107 Millionen Euro bereitgestellt. Und wir wissen ja teilweise, wo die ausgebildet werden. Ja? Also wir sitzen ja hier in Rheinland-Pfalz da, wo dieser ganze Zirkus dann tatsächlich auch stattfindet. So, ich mache mal weiter. Am 12. Oktober 2022 fand in Brüssel das sechste Treffen der sogenannten Kontaktgruppe für die Verteidigung der Ukraine im Rammstein-Format. Ukraine Defensive Contact Group statt. Man beschloss dabei, moderne Luftabwehrsysteme an die Ukraine zu liefern. Darüber hinaus sollen laut amerikanischen Militärs knapp 1.500 Boden-Luftraketen vom Typ Stinger mitgeliefert werden. Seit Beginn der militärischen Sonderoperation haben die NATO-Staaten an das Zelensky-Regime insgesamt mindestens 300 Kampfpanzer, 130 Schützenpanzer, 400 Transportpanzer, 450 Einheiten von weiterem gepanzerten militärischen Gerät, 700 Artilleriesysteme, 700 Artilleriesysteme einschließlich Mehrfachraketenwerfern und Minenwerfern, 5000 tragbare Luftabwehr und 80.000 Panzerabwehrraketensysteme und Granatwerfer, 160.000 Schusswaffen, 800.000 Artilleriegeschosse und Munitionseinheiten und 90 Millionen Patronen geliefert. Hat schon mal einer von euch gehört, dass man einen Krieg mit Waffenlieferungen beendet? Ich nicht. Also es ist unfassbar, was hier abläuft. Und über Verhandlungen wird so gut wie nicht mehr geredet. Das Fazit, was die Sacharowa daraus zieht, ist, es lässt sich mit Sicherheit sagen, dass ein großer Teil der Waffen bereits auf den schwarzen Markt gelangt ist oder demnächst gelangen wird. Geschmuggelt wird dabei für über 1 Milliarde US-Dollar monatlich. Die für Kiew bestimmten NATO-Militärgüter gelangen in die Hände von Terroristen, extremistischen und kriminellen Gruppen im Nahen Osten, in Zentralafrika und in Südostasien. Sowohl Politik als auch Gesellschaft sowie Medien und Öffentlichkeit wissen das allzu gut. Unabhängige Experten und zuständige Stellen wie Interpol und Europol äußern schon lange die Befürchtung, dass Waffen aus der Ukraine illegal auch in die europäischen Länder
zurückkommen würden. Da können wir uns alle auf was gefasst machen. Ja? Die wissen zum Teil echt nicht, wohin diese Waffen- und Munitionslieferungen verschwinden, die sie in die Ukraine schicken. Da können wir mal alle zwei und zwei zusammenzählen. Und wenn hier irgendwann die Flüchtlinge kommen, können sie sich vielleicht den Weg freischießen, wenn wir sie nicht mehr reinlassen wollen in unser schönes Deutschland. Also vielleicht können wir mal über solche Sachen auch sprechen hier in der Runde, wie ihr das findet, dass man hier wirklich jedwede Vernunft außer Kraft gesetzt hat und hier mit weiteren Waffenlieferungen versucht, die Situation weiter anzuheizen, anstatt eine Lösung zu finden. Soweit ich weiß, wurden im April haben die schon mal zusammengesessen, der Selenskyj und der Putin, und hatten eigentlich schon besprochen, wie das Ganze laufen kann, dass die Krim russisch bleibt, dass die Gebiete Donetsk und Lugansk autonomen Status bekommen und. Da hat sich dann die USA eingemischt und hat gesagt, nein, wir stimmen dem nicht zu. Den Krautkopf, den britischen, den Johnson, ne, den haben sie nach Kiew geschickt, um um diese Vereinbarung, Friedensschluss zu verhindern. Also um die Situation mal zu erklären, es gab damals schon einen Friedensvertrag, der eigentlich schon fertig war und kurz vor der Ratifizierung stand. Und dann kam dieser komische rothaarige Brite an und hat den Selenskyj eingenommen und gesagt, mach mal das halblang und lass es sein mit dem Friedensvertrag, geh quasi stellvertretend für uns, für die NATO in den Krieg. Das war diese ganze Geschichte dahinter und man muss eins überlegen, wenn man sich mal anschaut, es ist immer das gleiche Spiel, folge dem Geld. Und wenn du dem Geld folgst, wirst du ganz oben in der Spitze des Geldes die englische bzw. jetzt den englischen König finden, der dort ganz oben mit Billionenvermögen steht. Und deshalb haben die Engländer ein extremes Interesse daran, dass es so weitergeht, wie es bisher funktioniert. Und dieser Tage kam auch in den Medien, also in den Alternativmedien, der Bericht darüber, und den nehme ich ab, weil ich das von Anfang an schon gesagt habe, dass die Engländer, sprich James Bond 007, um es mal witzig zu machen, weil es aber nicht witzig ist, die Gaspipelines in die Luft gejagt hat. Weil genau die Engländer haben das große Interesse, dass es so bleibt, wie es ist, weil sie damit ihr Geld machen und ihr Vermögen mehren. Und noch eins kommt dazu. Die Engländer träumen immer noch von der Weltmacht, die sie mal waren, und den Status haben sie verloren. Und deswegen versuchen sie, Strippen zu ziehen, und sie haben schon damals als Weltmacht Strippen gezogen, haben die Amerikaner gezogen. Und deswegen schaut auf die Engländer. Die Engländer sind ausschlaggebend in diesem Spiel. Ja, vielen Dank. Der serbische Ministerpräsident, der meinte vor ein paar Tagen, jeder Politiker in der Welt weiß, wer die Pipeline gesprengt hat. Aber keiner sagt es. Von der britischen Truss, hieß die, ne? Die verflossene Kurzzeitministerpräsidentin ist überliefert, angeblich ein Handy gehackt oder so, dass sie eine Minute nach der Sprengung nach Washington telefoniert hat und meinte, it's done. Also ist schon gut möglich, dass die Briten federführend waren bei der Sprengung. Die Sprengung übrigens nebenbei, da wurde gut und gerne 100-mal mehr Sprengstoff verwendet, als zur Zerstörung dieses Pipeline-Rohres notwendig gewesen wäre. Es sollte also unbedingt auch richtig gut auffallen. Vielleicht war auch, was weiß ich, da sind immer die Spin-Doctors, die Psychologen im Hintergrund. Wenn man jetzt nur so viel Sprengstoff eingesetzt hätte, wie notwendig gewesen wäre, dann wäre das seismografisch gar nicht aufgefallen und überhaupt irgendwann nur aufgefallen, dass das halt kein Druck mehr drauf ist. Ne? Dann wäre vielleicht der Verdacht viel, viel direkter noch auf die USA gelenkt gewesen. Und da wollte ich gerade noch drauf zu sprechen kommen. Natürlich, die Briten sind natürlich seit 100 Jahren der Juniorpartner der USA. Doch, ich sehe es so rum. Vorher gab es das britische Weltreich und diesen Staffelstab haben sie im Grunde genommen spätestens einmal 1913, als die FED gegründet wurde, an die USA abgegeben,
sind aber seitdem der Juniorpartner. Und ich denke mal, das ist auch der Grund für den Brexit. Die sind im Grunde genommen unter den europäischen Vasallen sind sie der erste untergleichen geworden durch den Brexit. Aber die eigentliche Federführung und die also eigentliche Kommandogewalt über Europa und erst recht über die Ukraine sehe ich schon in Washington, nicht in London. Ich habe zwar jetzt vor kurzem so ein Flightradar-Bild gesehen, da waren sämtliche NATO-Flüge über Europa abgebildet, die alle zu einem polnischen Flughafen gingen, der direkt an der ukrainischen Grenze liegt. Ne? Und da war richtig schön zu sehen, die allermeisten Flüge kamen aus der Nähe von London und der Rest war relativ gleichmäßig verteilt aus Italien, aus der Bundesrepublik und aus Polen. Ein Detail zum Beispiel war ganz witzig, die italienischen Flüge, die mussten wohl alle um Slowenien drumherum fliegen, so eine ziemlich scharfe Kante. Offensichtlich ist Slowenien nicht damit einverstanden, dass durch seinen Luftraum Waffen in die Ukraine geschafft werden. Es gibt immer noch so Nuancen. So, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt und höre jetzt hier noch das Stöckchen. Vielleicht machen wir einfach mal Musik zwischendurch. Ich werde ja leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Zeit, dass wir wieder Träume leben. Zeit, dass wir wieder anfangen zusammenzustehen. Dass wir uns in die Arme nehmen und uns wieder in die Augen sehen. Zeit, dass wir wieder selber fühlen. Zeit, dass wir wieder anfangen, frei zu sein. Zeit, dass wir wieder selber spüren. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Frei zu sein. Oh, frei zu sein. Zeit, dass wir wieder selber denken. Zeit, dass wir wieder anfangen, wir selbst zu sein. Zeit, dass wir wieder selber lenken. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, dich bereit, dich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Frei zu sein. So Leute, wir haben schon ein paar Sachen gehört, wie wir belogen werden. Und da setze ich noch ganz gern noch einen drauf. Entschuldigung. Ist ja ganz klar, unsere Politiker lügen uns bewusst an und Menschen sterben deswegen. Egal im Krieg oder durch die Impfungen oder durch Gift. Sorry, Moment. So, besser. Wir werden belogen von unseren Politikern und Menschen sterben deswegen, egal ob im Krieg, durch die Impfungen oder durch Giften unseren Lebensmitteln. Pfizer hat gelogen und Menschen sterben. Ursula von der Leyen hat gelogen und Menschen sterben. Am 10. August hat ein Vertreter von Pfizer im Covid-Ausschuss des EU-Parlaments bekannt gegeben, dass die Injektionen nie darauf getestet wurden, ob sie die Übertragung des Virus verhindern. Ein Vertreter des EU-Parlaments sagte wörtlich, wenn Sie einen Impfstoff haben wollen, der die Übertragung verhindert, dann viel Glück. Wir hätten ihn haben können, aber er ist noch nicht da. Es wird gerade in dieser Richtung gearbeitet. Wir wurden also über 2 Jahre belogen und wegen dieser und noch sehr viel weiterer Lügen sind Menschen gestorben. Hieß es nicht immer, man solle sich solidarisch zum Schutz der Mitmenschen impfen lassen? Im Juli diesen Jahres hat ein Karl Lauterbach noch lautstark die Menschen zur Impfung ermutigt, um sich selber zu schützen und um die Übertragung auf andere zu verhindern. Und das, obwohl die Impfstoffe nie darauf getestet wurden. Am 13. Oktober wurde ein Bericht des Europäischen Rechnungshofes veröffentlicht. Es ist ein öffentliches Dokument, das von jedem online gefunden werden kann. Hier steht unter anderem Folgendes, ich zitiere,
Im November 2021 hatte die Kommission im Namen der Mitgliedstaaten Verträge im Wert von 71 Milliarden Euro unterzeichnet, um 4,6 Milliarden Corona-Impfdosen zu kaufen. Leute, wir sind 460 Millionen Menschen in der EU und Ursula von der Leyen kauft 4,6 Milliarden Dosen. Das bedeutet 10 Dosen für jeden einzelnen EU-Bürger. Ernsthaft. Wenn die Impfung doch tatsächlich vor einer Ansteckung oder vor der Übertragung schützen sollte, warum dann 10 Dosen für jeden? 71 Milliarden Euro Steuergelder wurden durch Korruption im Rahmen des Great Reset und der neuen Weltordnung in die Kasse der Pharma-Mafia gespült. So sieht's aus. Die Verträge von Ursula von der Leyen mit den Impfstoffherstellern liegen bis heute nur in geschwärzter, unkenntlich gemachter Form dem EU-Parlament vor. Ursula von der Leyen ist übrigens mit dem deutschen Arzt Heiko von der Leyen verheiratet, der Direktor von Organesis ist, einem Unternehmen, das Pfizer gehört. Also dem gleichen Unternehmen, mit dem Ursula einen 71 Milliarden Euro Vertrag zur Herstellung von 4,6 Milliarden Impfdosen unterzeichnet hat. Also ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber das stinkt zum Himmel. Die Europäische Staatsanwaltschaft hat mittlerweile Ermittlungen gegen die EU-Chefin von der Leyen wegen ihrem verdeckten Impfstoffdeal mit dem Pharmakonzern Pfizer aufgenommen. Und ich hoffe, dass sie genauso wie das ganze andere lügende und korrupte Pakt seine gerechte Strafe bekommt. Und wo wir, danke, und wo wir gerade bei Korruption sind, wusstet ihr, dass die Europäische Arzneimittelkommission EMA, die gerade die Covid-Impfung für Babys ab 6 Monaten zugelassen hat, gar keine EU-Behörde ist? Viele Bürger, einschließlich mir, gingen davon aus, dass die EMA eine Behörde der EU ist und vollständig von dieser finanziert wird. Doch bei weitem gefehlt. Dies entspricht nicht den Fakten. Laut aktuellem Jahresbudget von 2022 der EMA stammen 86% direkt von Gebühren und Entgelten der Pharmaindustrie. In diesem Lobbyverband vertreten sind bekannte Impfstoffhersteller wie Pfizer, Johnson & Johnson und AstraZeneca. Was für ein Zufall, oder? So geht Korruption heute. Aber in unserer neudeutschen Sprache heißt ja jetzt der Lobbyist Experte und der Kritiker heißt jetzt Verschwörungstheoretiker. Und eines sollte jeder wissen, die Pharmaindustrie verdient ihr Geld ausschließlich mit kranken Menschen. An gesunden Menschen haben sie kein Interesse. Und mich wundert immer noch, warum immer nur von Medikamenten und Impfungen zum Schutz vor dem Virus gesprochen wird. Warum empfiehlt eigentlich niemand, dass wir unser Immunsystem stärken und uns gesund ernähren sollen? Mit falscher Ernährung ist Medizin wirkungslos und mit richtiger Ernährung ist Medizin kaum notwendig. Danke. Vor etwa 100 Jahren gab's 90% der Medikamente nicht, die wir heute haben. Heute haben wir gegen fast alles ein Medikament, aber auch 90% der Krankheiten, die es vor 100 Jahren nicht gab. Aber sie mischen uns weiter fleißig Fluor in die Zahnpasta, Quecksilber in die Zähne und Glyphosat in die Nahrungsmittel. Sie entziehen den Lebensmitteln Vitamine und Mineralien und impfen Menschen mit toxischen Stoffen. Und ich frage mich, warum werden eigentlich immer nur die Kalorien gezählt und nicht die Chemikalien? Die Pharmalobby und ihre korrupten Politiker verdienen so viel Geld mit dieser Krise, dass sie gar nicht gewillt sind, diese Krise zu beenden. Die Zeche zahlt der kleine Bürger und den Bürger müssen sie dumm halten und das machen sie mit ihrer Propaganda. Interessante Fakten liefert wieder mal die Datenbank VAERS. Laut dieser offiziellen Datenbank haben die sogenannten Covid-19-Impfstoffe in den letzten 32 Jahren stolze 84% aller verzeichneten Todesfälle ausgemacht. Pfizer ist übrigens laut dieser Datenbank die Nummer 1 bei den Todesfällen durch Impfstoffe und liegt damit sogar noch vor Covid. Laut dieser Datenbank haben wir mittlerweile doppelt so viel Corona-Tote als noch vor der Impfung, sollte einem zu denken geben. Die Pandemie wurde übrigens durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes offiziell für beendet erklärt und Covid-19 von der Liste der gefährlichen Viren gestrichen. Siehe Drucksache 480-22 vom 30. Oktober 2022. Das wissen allerdings nur die wenigsten, es wird ja nicht in den Qualitätsmedien erwähnt. Und meinem Rechtsempfinden nach wurden damit sämtliche Corona-Maßnahmen die Rechtsgrundlage entzogen. Selbst Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der bis vor kurzem für einen harten Corona-Kurs stand, kündigte an, alle Einschränkungen aufzuheben. Ein Absperren im Winter wird es nicht mehr geben, sagte er. Auch die Quarantäneregelungen müssen aufgehoben werden.
Es handele sich bei Corona letztlich nur noch um eine grippeähnliche Erkrankung. Also ich frage mich da echt jetzt, Herr Söder, nach fast 3 Jahren Pandemie, also hätte er mal besser auf uns gehört. Mir kommt das ziemlich seltsam vor, nachdem von der Leyen 4,6 Milliarden Impfstoffdosen bestellt hat. Und ich sage mal, also ich habe gerade erst angefangen, die Impfung oder angefangen zu glauben, dass die Impfung und die Maske schwangere ukrainische Männer vor dem Klimawandel beschützt. Uns wurde eine Pandemie ohne Übersterblichkeit verkauft. Es wurden uns krankmachende Tests aufgezwungen. Die Grippe wurde einfach umbenannt. Die Wirtschaft wird mit Anlauf gnadenlos an die Wand gefahren. Unsere Kinder wurden mit Masken und mit Distanz gefoltert. Was kommt als nächstes? Wir müssen endlich Nein sagen, bevor es zu spät ist. Deswegen stehen wir hier. Und jetzt wird uns also ein falscher Krieg verkauft. So einfach ist das. Das Volk soll glauben, dass die kleine demokratische Ukraine sich tapfer gegen den monströsen Riesen Russland verteidigt. Die einzige Hoffnung sei es, dass die USA für Freiheit und Demokratie eintreten. Aber das ist nicht der Fall. Also das wäre eine bequeme Geschichte, aber sie ist eine Lüge. Dieser Krieg wurde von Anfang an von den Globalisten und einer kleinen Elite inszeniert und speziell darauf ausgerichtet, unsere Wirtschaft zu lähmen und die Welt in eine massive Depression zu stürzen, um die Macht der Globalisten zu stärken. Zelensky hatte bereits öffentlich gefordert, Atomwaffen gegen die Russen einzusetzen. Sie versuchen uns jetzt Angst vor dem Dritten Weltkrieg zu machen. Sie versuchen Russland zu provozieren, damit sie das Armageddon auslösen. Und warum? Wegen Macht und Kontrolle. Warum schicken wir zig Milliarden und Euros und Waffen in den Krieg in die Ukraine, während wir selber im Kriegsfall uns gar nicht mehr verteidigen können? Wir sollen mit unseren Steuern nichts anderes als den eigenen Untergang bezahlen, im Winter frieren und uns nur noch einmal die Woche duschen. Wir sollen angehalten werden durch Abgaben, die wir solidarisch und sozial oder notwendig nennen sollen. Aber wisst ihr was? In Ungarn braucht in diesem Winter niemand zu frieren. Das hat nämlich der ungarische Außenminister mit dem russischen Konzern Gazprom ausgehandelt. Weil es bei den Ungarn gerade finanziell ziemlich mau aussieht, hat Gazprom ihnen einen Zahlungsaufschub gewährt und garantiert Ungarn über den Winter zuverlässige, günstige Gaslieferungen. Und versorgt werden soll Ungarn nicht mehr über die nördliche Pipeline, weil die durch die Ukraine fließt, sondern aus dem russischen Kaukasus, und es wird über die südliche Route über die Türkei, Bulgarien und Rumänien geliefert. Der Zähler für die Gaslieferungen soll künftig in der Türkei stationiert sein. Putin hat auf einer Konferenz mit dem türkischen Präsidenten Erdogan darüber gesprochen, dass in der Türkei eine Erdgasbörse aufgebaut werden soll. Mit der will dann Putin den hohen Gaspreisen regulierend entgegenwirken. Putin also, der mit Erdgas eigentlich ein dickes Geschäft machen könnte, will also bei Erdogan eine Gasbörse aufbauen, mit der er die hohen Gaspreise auf dem Weltmarkt senken will. Dass also die Gaspreise auf dem Weltmarkt bald sinken könnten, und dass Ungarn im Winter nicht friert wie wir, das verdanken wir im Wesentlichen diesen drei Herren, Putin, Erdogan und Orban. Und in unserer Weltpresse werden aber genau diese drei als durchgeknallte Irre präsentiert. Und an alle, die uns für durchgeknallt hatten, vielleicht erkennt ihr ja die Zusammenhänge, während ihr zu Hause sitzt und friert und euch euer Geschlecht aussuchen könnt. Kennt ihr die Familie Krisemann aus Köln? Wahrscheinlich nicht, denn die Medien berichten nicht über sie. Der Vater dieser Familie ist Chef der Firma Krisemann Anlagenbau und beschäftigt 1600 Mitarbeiter in 40 Standorten. Das ist das Unternehmen, das die Nord Stream 1 und 2 Pipelines wartet und repariert. Und 3 Wochen vor den Anschlägen auf die Pipelines kam der Chef dieses Unternehmens mit seiner Familie bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz über der Ostsee ums Leben. Und die deutschen Medien schweigen komplett. Ist bestimmt nur wieder mal ein böser Zufall. Könnte man meinen. Aber jetzt ist auch Erik Olsen tot. Kennt ihr nicht? Erik Olsen war der leitende Ermittler für den Nord Stream Anschlag. Also derjenige, der die Hintergründe des Anschlags ermitteln sollte. Der wurde jetzt zu Hause tot aufgefunden mit einem Bienenstich als Todesursache und innerhalb weniger Stunden eingeäschert. Also nochmal, damit es jeder versteht.
Der leitende Ermittler der Nord Stream Pipeline Sabotage ist zu Hause an einem Bienenstich gestorben und wurde innerhalb von wenigen Stunden eingeäschert. Wieder bestimmt nur ein schlimmer Zufall. Aber ich denke mir, wie viele Zufälle braucht es noch, bis es mathematisch unmöglich wird? Und jetzt kommt eine echte Knallermeldung, Freunde. Folgender Artikel stand am 28. September in der Berliner Zeitung. Ich zitiere im Wortlaut. Die USA fordert die EU auf, der Ukraine endlich Geld zu überweisen. Sie fordern vor allem schnelle Zahlungen, denn richtig teuer sind vor allem die von den USA geleasten Waffen. Also das ist kein Scherz. Während vor allem die USA von anderen Ländern Geld und Waffen für die Ukraine fordert, um sie gegen den bösen Putin zu unterstützen, verlangt die USA für ihre eigenen geleisteten Zahlungen und für ihre eigenen gelieferten Waffen eine komplette Rückzahlung ihrer Gelder und auch noch Miete für ihre Waffen. Und nun verlangen die Amis von den europäischen Ländern, dass sie der Ukraine sehr viel Geld schenken, damit diese ihre Miete an die USA bezahlen kann. Krass, oder? Weiter heißt es in dem Artikel, die EU hat der Ukraine 9 Milliarden Euro an Finanzspritzen zugesagt. Davon sind bereits 6 Milliarden geflossen und der Rest dann bis zum Jahresende. Die US-Beamten sagten der EU, es wäre besser, das Geld nicht als rückzahlbare Zuschüsse zu gewähren und nicht als Darlehen. Die EU solle einen Mechanismus einräumen, über den automatisch monatlich Geld in das ukrainische Budget fließen könnte. Die Ukraine braucht neben den Kriegskosten erhebliche Liquidität, weil sie sämtliche von den USA gelieferte Waffen bezahlen muss. Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Washington und Kiew ist der Land and Lease Act 2022. Demnach werden Kriegsgerät, Ausrüstung und Kraftstoff von der US-Regierung an den Partner lediglich verliehen oder verpachtet und müssen nach dem Krieg zurückgeführt werden. Weil das Kriegsgerät dann aber meist beschädigt oder zerstört ist, haben die Waffen oft zum Ende des Krieges lediglich Schrottwert. Daher hat die US-Regierung ein großes Interesse, dass die Ukraine ihre Leasingverträge auch pünktlich erfüllen kann. Aus Sicht der Ukraine ist es also ein Angriffskrieg. Aus Sicht der Bevölkerung der Ostukraine ist es ein Befreiungskrieg. Aus Sicht Russland ist es ein Verteidigungskrieg gegen die NATO. Und aus Sicht der Amerikaner ist es einfach nur Big Business. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die USA seit dem Zweiten Weltkrieg sage und schreibe 36 Regierungen anderer Länder erfolgreich gestürzt haben? Angefangen mit dem Iran 1953 und Guatemala 1954, über Portugal 1974 und Afghanistan in den 80er Jahren bis Libyen 2011 und der Ukraine 2014. Warum haben eigentlich die Leute kein Problem damit, dass die NATO die Menschen in Afghanistan, Irak, Libyen Warum haben die Menschen kein Problem damit, dass die NATO die Menschen in Afghanistan, Irak und Libyen terrorisiert? Oder kein Problem damit, dass die USA und die EU den Saudis und den Arabischen Emiraten helfen, den Jemen zu terrorisieren? Warum haben wir kein Problem damit, dass Israel die Palästinenser terrorisiert? Oder dass Gaddafi mal eben einfach ermordet wurde, nachdem er sich dazu entschlossen hat, sein eigenes Geld zu drücken und der westlichen Pharma-Lobby sich abgewendet hat? Also das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit. Und für alle, die immer noch in ihrer Scheinwelt leben und den gleichgesinnten und gleichgeschalteten Mainstream-Medien immer noch Glauben schenken, es gibt ein Dokument namens Laufende Aktivitäten der Ressorts und Behörden gegen Desinformation im Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine. Dieses wurde am 27.06.2022 verfasst und beschreibt einen 10-Punkte-Plan über die staatliche Propagandaaktivitäten zum Ukraine-Krieg. Hier steht genau erklärt unter anderem, wie zum Beispiel unsere Schulkinder schon Gehirn gewaschen werden, indem die Medien gleichgeschaltet werden und alle das Gleiche berichten. Hier steht auch, wie die Politik sogenannte Faktenchecker installiert, die kritische Handlungen gegenüber der Ukraine und der NATO als unwahr bezeichnen und im Gegenzug natürlich kritische Propaganda gegenüber Russland unterstützen. Im Klartext heißt das, Zensur heißt jetzt Faktencheck. Und ein weiterer aufgeführter Aspekt dieses Plans ist der Outreach in den parlamentarischen Raum.
also die Einflussnahme auf Abgeordnete im Bundestag und in den Landesparlamenten. Es ist auf Deutsch gesagt nichts anderes als ein Plan zur Verarschung der Bürger, indem sie unseren Verstand mit Fernsehhypnose, Klatschzeitschriften und gezielten manipulierenden Nachrichten benebeln wollen. Also ich finde, das wird langsam Zeit, dass die Menschen erkennen, dass die Aufgabe der Medien nicht mehr darin besteht, uns die Wahrheit zu sagen. Ihre Aufgabe besteht darin, zu verhindern, dass wir die Wahrheit herausfinden. Aber das atomare Schreckensszenario wird weiter munter medial präsentiert. Selenskyj fordert jetzt jeden Tag mehr Geld und mehr Waffen und will scheinbar den dritten Weltkrieg erzwingen. Und durch die bizarre Berichterstattung wird es für die Allgemeinheit immer offensichtlicher, wie blöd man verkauft wird. Und während unsere Regierung weiter brav und Geld in die Ukraine schickt, segnet unser Lieblingskanzler Scholz jetzt auch Waffenexporte für Saudi-Arabien ab, damit die das friedliche Jemen zerbomben können. Und Aserbaidschan ist plötzlich unser bester Freund, weil sie uns Öl liefern können, während sie das demokratische Armenien zerbomben. Also spätestens jetzt ist es öffentlich. Die Corona-Pandemie hat die Menschen zu Idioten gemacht. Aber kommen wir kurz auf Deutschland zurück und darauf, wie gerade die nächste Verschwörungstheorie langsam wieder wahr wird. Und zwar im Zuge einer Klausurteilung der Ampelregierung im September gab Finanzminister Lindner bekannt, dass man sich entschieden hat, die Digitalisierung massiv voranzutreiben. Das zentrale Projekt wäre dabei die digitale Identität, die in Zukunft in alle Lebensbereiche einwirken soll. Lindner sprach hauptsächlich von Verwaltungsdiensten, allerdings wohl nur, weil das der Teil ist, der sein Ressort betrifft. Die Technologie ermöglicht auf der einen Seite die totale Überwachung der Bürger über die Hintertür und macht es für die Mächtigen andererseits mangels Papiernachweis einfacher, ihre eigenen kreativen Steuertricks zu vertuschen. Gleichzeitig soll dann auch die digitale Währung eingeführt werden. Und ein Sprecher der BIZ, das ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Augustin Carstens erklärt, und zwar ohne zu stottern, dass das Ziel der BIZ ist, sämtliche Währungen zu beenden und dadurch das Volk zu kontrollieren. Das bedeutet kein privates Geld mehr, kein Bargeld mehr, das dem Volk gehört. Aus dieser Sicht ist der Zugang zu Geld ein Privileg und kann nach Belieben widerrufen werden. Dieser Augustin Carstens ist übrigens, wie kann es auch anders sein, Mitglied des Weltwirtschaftsforums, und die Abschaffung des Bargeldes ist ein erklärtes Ziel dieses Forums. Denn ohne Bargeld ist den Banken eine unangeschränkte Negativzinspolitik möglich. Man kann also nicht mehr sein Eigentum in Form von Bargeld abheben, sondern muss mit ansehen, wie das elektronische Geld von Negativzinsen aufgefressen wird. Man hat keine Möglichkeit mehr, anonym und spurlos zu bezahlen, und bei einer Bankenpleite ist das Geld verloren. Jeder Kauf kann rückverfolgt werden, und wenn man sich nicht systemkonform verhält, können komplette Existenzen durch das Abschneiden im Zahlungsverkehr zerstört werden. Denn Banken und Regierungen haben dann uneingeschränkten Zugriff auf unsere Konten. Wir sollen also zu Banksklaven und zum gläsernen Bürger werden. Alles nach dem Plan des Weltwirtschaftsforums. Aber, und jetzt komme ich zu den guten Nachrichten, denn die etwa 160 Länder dieser Erde, die keine Sanktionen gegen Russland eingeführt haben, scheinen diese Pläne zu durchkreuzen. Denn diese Länder führen nun eins nach dem anderen die goldgedeckte Währung ein. Das bedeutet, dass sie sich vom Euro und vom Dollar lösen, das eigentlich nichts anderes ist als bedrucktes Klopapier. Diese Länder fangen nun reihenweise an, mit tatsächlichen Werten zu bezahlen und auch nur noch Geld mit tatsächlichem Wert zu akzeptieren, was in meinen Augen eigentlich auch vollkommen logisch ist. Die daraus resultierende Folge wird sein, dass der wertlose Dollar und auch der wertlose Euro sehr bald den Bach runtergehen werden. Und das mag für den einen oder anderen beängstigend klingen, aber dadurch wird auch gleichzeitig dem ganzen korrupten System, dem Deep State oder wie man es auch nennen mag, die Macht genommen, denn keiner will ihr Geld mehr. Und ich denke, das klingt nach einem ziemlich guten Plan. Die EZB ist bereits technisch pleite und es bahnt sich tatsächlich ein globales Bankenbeben an. Die Lehman Bank, Amsterdam Trade Bank, Sparebank Europe, die Credit Suisse sind bereits pleite oder stehen kurz davor, und auch in Deutschland geht die Pleitewelle los. Die Postbank in Ratzeburg schließt ihre einzige Filiale im November.
In Ingolstadt schließt ebenfalls die Postbankfiliale noch in diesem Jahr. Die Sparda-Bank Berlin schließt ihre Zentrale. Die Sparkasse München schließt mehrere Filialen. Die Volksbank Trier schließt 5 Filialen. Die Sparkasse in Leer und Wittmund schließt 11 Filialen. Die Sparkasse Regensburg schließt 10 Filialen und es geht immer weiter. Und ganz aktuell zeigt uns Brasilien, wie es geht. Und zwar nachdem ein wegen Schwerverbrechen verurteiltes Mitglied des Weltwirtschaftsforums zum Präsidenten jetzt gewählt wurde, den niemand dort haben wollte, ist die Bevölkerung auf die Straße gegangen, weil sie nicht glauben konnte, dass dieser Lula auch nur einen einzigen Distrikt gewonnen hat. Der bisherige Präsident Bolsonaro sagte nur in einem Interview, die Wahl ist gelaufen und ich werde mich an das Gesetz halten. Mehr hat er nicht gesagt und auch nicht getan. Gehandelt hat aber das Militär. Der oberste Befehlshaber, General Vilas Boas, hat die neue Präsidentschaft für fragwürdig erklärt, den Nationalkongress ausgesetzt und alle Minister und den obersten Gerichtshof von ihren Funktionen enthoben und zum Teil bereits verhaftet. Damit hat das Militär in Brasilien die Regierung übernommen und wird bis zum 31. Dezember 2023 regieren. Danach soll es dann Neuwahlen geben. Sämtliche Parteien sind jetzt verboten worden. Und in einer Erklärung des brasilianischen Militärs, das man auch online nachlesen kann, heißt es ausdrücklich, wir tun dies auf Wunsch unserer Nation. Denn das Volk hat nach dem Militär gerufen und das Militär hat reagiert. Also ihr seht, Freunde, wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, dass wir uns nur nehmen, was wir kriegen können, sondern um das kämpfen, was wir haben wollen. Die Frage ist nicht, was wir dürfen, sondern was wir mit uns machen lassen. Darf ich aber gerade dazwischen? Tino. Gerne. Also das ist jetzt für mich eine ganz, ganz tolle neue Nachricht, die ich noch nicht kannte, aber wo ich also... die einfach für mich total wichtig war im Moment. Wie geht's weiter in Brasilien? Ich will nochmal in Erinnerung bringen, die bei der letzten US-Wahl die Stimmen von Trump und die Stimmen von Biden zusammen waren 10% mehr als die offiziell zugegebene Wahlbeteiligung. Also so richtig dicker Wahlbetrug ist das gewesen. Und was bitte für jeden von halbwegs realistisch denkenden Menschen soll denn das in Brasilien anderes gewesen sein? Der Bolsonaro hat die Plätze gefüllt, die Demo-Plätze gefüllt seit längerem, war einer der wenigen, die bei Corona nicht so richtig gespurt haben. Und dass der jetzt die Wahl in Wahrheit gewonnen hat, und das Ergebnis nur durch die Wahlmaschinen, was für eine Erfindung, zustande kam, das scheint doch vollkommen offensichtlich zu sein. Und wenn jetzt in Brasilien also dieser Wahlbetrug nicht so flutscht wie in den USA, dann ist das ein Fortschritt. Ja, ist auf jeden Fall ein Anfang. Vielen Dank. Ja Leute, so sieht es in Brasilien aus, aber wir können auch weltweit Veränderungen beobachten. So hat zum Beispiel die neue italienische Regierung bereits angekündigt, dass sämtliche Arbeitnehmer, die ihren Job wegen der Impfpflicht verloren haben, wieder eingestellt werden sollen. Und sie sprechen sich sogar klar gegen Sanktionen gegen Russland aus. Und die Premierministerin von Alberta, Danielle Smith, sorgte für eine Weltneuheit und entschuldigt sich bei all denjenigen, die nicht geimpft wurden und deswegen unangemessen diskriminiert wurden. Und allen Bürgern, die wegen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen angeklagt wurden, soll Amnestie gewährt werden. So geht es jetzt in Alberta ab. Und vielleicht kommen wir auch, wie Heinz es bereits gesagt hat, so ein bisschen auf die Zwischenwahlen in den USA hoffen, in denen jetzt der Kongress neu gewählt wird. Es wird auf jeden Fall ziemlich eng für Biden und seine linken Demokraten. Denn eines kann man seinem Vorgänger Trump sicherlich nicht vorwerfen, und zwar Kriegstreiberei. Also man kann sagen, was man will, in den 4 Jahren vor Biden war es durchaus friedlicher auf der Welt. Also ich weiß nicht, wie lange dieses Chaos in Deutschland noch weitergeht, aber ich weiß, dass man eine aufgeklärte Bevölkerung nicht sehr lange für dumm verkaufen kann. Und auf Dauer kann eine Regierung den Willen ihrer Bürger nicht ignorieren. Wir müssen auf die Straße, Freunde. Wir müssen auf die Straße und unsere Gerechtigkeit einfordern und uns den Frieden einfach zurückholen.
Und ich kann euch nur ermutigen, beteiligt euch. Beteiligt euch. Wir haben immer ein offenes Mikrofon für euch. Und auch wenn jemand keine Rede halten möchte, vielleicht leidet ihr ja unter dem, was war. Oder habt Angst vor dem, was noch kommen kann. Hier sind Leute, denen das alles nicht egal ist. Genau deswegen sind wir alle hier. Ich versuche immer viel zu recherchieren für meine Reden, um es dann euch zu sagen. Aber vielleicht interessieren euch hier auch ganz andere Sachen. Also kommt und redet darüber. Und lasst euch nicht einreden, dass Revolution ein Verbrechen ist. Revolution sind die Folgen von Verbrechen. Also wir heißen die Freunde der Wahrheit und deswegen will ich zum Abschluss noch kurz ein ziemlich heikles Thema ansprechen und ein paar Worte über den Vatikan und seinen pädophilen Sumpf sprechen. Das ist ein schwieriges Thema und ich will hier bestimmt niemanden angreifen, der streng religiös ist. Es geht auch nicht darum, es geht auch nicht um Gott oder um den Glauben an sich, sondern darum, dass der Vatikan nicht das ist, was er sein soll. Also ich selber war bestimmt schon 10-mal dort und habe den Protz und den Prunk im Petersdom und in den Museen gesehen. Und ich habe mich schon immer gefragt, was die ganzen Echsen- und Dämonenskulpturen da zu suchen haben. Und auch, warum sie immer genug Geld haben, um Kriege zu finanzieren, aber nie genug, um die Armen zu ernähren. Also hier ist ein Auszug aus einer Ostermesse im Petersdom. Ich zitiere: Luzifer mit seinen Flammen erscheine morgens. Jener Luzifer, der keinen Untergang kennt. Christus, dein Sohn, der von unten zurückgekehrt ist. Er hat das menschliche Geschlecht heiter erleuchtet und lebt und regiert in Ewigkeit. Im Vatikan gibt es übrigens eine Behörde, die sich um all die Frauen kümmert, welche behaupten, von Gottesdienern sexuell missbraucht worden zu sein. All diese Frauen, und es sind sehr viele, wurden mit Finanzspritzen ruhig gestellt und ihre Fälle wurden niemals aufgearbeitet und öffentlich gemacht. Leiter dieser Behörde war kein geringerer als unser heutiger Papst Franziskus. Und dieser heilige Franziskus, also unser Mittelsmann zu Gott auf Erden, ist ein Jesuit. Genau wie sehr viele andere im Kirchendienst. Und jetzt hört euch an, was jeder Jesuit, also auch unser amtierender Papst Franziskus, schwören müsste, um in diesen Orden zu gelangen. Er musste schwören: Ich werde jetzt in der Gegenwart des allmächtigen Gottes, der gebenedeiten Jungfrau Maria, des gesegneten Erzengel Michaels und bla bla bla, also hier folgt jetzt eine Auflistung von allen Heiligen, also ich werde jetzt erklären und schwören, dass seine Heiligkeit der Papst, der Christus stellvertretender Vizeregent ist, die Macht hat, ketzerische Könige, Prinzen, Staaten, Republiken und Regierungen aus dem Amt abzusetzen, die alle illegal sind, Und dass sie mit Sicherheit vernichtet werden mögen. Weiter erkläre ich, dass ich den Vertretern seiner Heiligkeit an jedem Platz, wo immer ich sein werde, helfen und beistehen und sie beraten und mein Äußerstes tun will, um die ketzerischen, protestantischen oder freiheitlichen Lehren auf rechtmäßige Art und Weise oder auch auf andere Art und Weise auszurotten und alle von ihnen beanspruchte Macht zu zerstören. Weiter verspreche ich, dass ich bereitwillig jedem einzelnen Befehl gehorche, den ich von meinem Obersten in der Armee des Papstes und Jesus Christus empfangen mag. Außerdem verspreche ich, dass ich, wenn sich die Gelegenheit bietet, unbarmherzig den Krieg erkläre und geheim und offen gegen alle Ketzer, Protestanten und Liberale vorgehe, wie es mir zu tun befohlen ist, und sie mit Stumpf und Stiel auszurotten und sie von der Erdoberfläche verschwinden zu lassen. Und ich will weder vor Alter, gesellschaftlicher Stellung noch irgendwelchen Umständen Halt machen. Ich werde sie hängen, verbrennen, verwüsten, kochen, enthäupten, erwürgen und diese Ketzer lebendig vergraben, die Bäuche der Frauen aufschlitzen und die Köpfe ihrer Kinder gegen die Wand schlagen, nur um die verfluchte Brut für immer zu vernichten. Und wenn ich sie nicht öffentlich umbringen kann, so werde ich das mit einem vergifteten Kelch, dem Galgen, dem Dolch oder einer bleiernen Kugel heimlich tun, ungeachtet der Ehre, des Ranges, der Würde oder der Autorität der Person bzw. Personen, die sie innehaben.
egal wie sie in der Öffentlichkeit oder im privaten Leben gestellt sein mögen. Ich werde so handeln, wie und wann immer mir von irgendeinem Agenten des Papstes oder Oberhaupt der Bruderschaft des Heiligen Glaubens der Gesellschaft Jesu befohlen wird. Also Leute, lasst das mal sacken. Dieser Jesuitenschwur kann jeder nachlesen. Es ist wahr, auch wenn man es nicht glauben will. Und dieser Mann ist unser amtierender Papst. Also Leute, wer die Wahrheit sucht, darf nicht enttäuscht sein, wenn er sie findet. Das ist die Welt, in der wir leben. Und jeder, der eine bessere Welt will, sollte sich nicht darauf verlassen, dass andere es für ihn tun. Die Welt ist an einem Scheidepunkt angelangt und wir müssen uns nur entscheiden, welchen Standpunkt wir vertreten. Wir müssen zusammenhalten, denn gemeinsam sind wir viel stärker, als wir denken. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und gebe erstmal weiter an den Charles, der auch noch ein paar ganz interessante Sachen zu sagen hat. Hallo, keine Angst, ich werde jetzt keine lange Rede mehr halten, aber ein paar Ergänzungen und zwei Themen noch kurz ansprechen. Ich muss da weg, da ist ein Lautsprecher. Also es ist mehrmals in den zwei Vorreden gefallen, dass die Medien gesteuert sind, dass die Medien Einheitsmedien sind. Jetzt, wenn man dann mit Leuten, die hier jetzt hier rumlaufen und fernsehgesteuert sind, spricht, dann sagen die, ja, ruft dann der Scholz da an und sagt den Medien, was sie machen sollen. Nee, so funktioniert das nicht. Das funktioniert ganz einfach. Es gibt Ratingagenturen. Und es gibt zum Beispiel eine Ratingagentur, ich muss sagen, der Name ist mir gerade entfallen, die ist sehr linksgrün. Die passt also zu der Regierung, die wir momentan haben. Und diese Ratingagenturen bewerten Unternehmen. Medien sind auch Unternehmen. Und wenn man den Markt mal beobachtet, haben wir relativ konservative Unternehmen im Moment, die auch auf die Klimaschwindelwelle, auf die Ukraine-Welle aufspringen. Warum machen sie das? Weil sie von diesen Ratingagenturen bewertet werden. Eine schlechte Bewertung bedeutet, dass man keine Kredite mehr bekommt oder zumindest Kredite nicht mehr günstig bekommt. Und da sind wir wieder, was ich vorhin schon einmal sagte, bei dem Satz Folge der Spur des Geldes. Es ist eben nur diese Geschichte, wenn du nicht mitspielst, dann gehst du den Bach runter. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist eine Information. Gestern hat es vielleicht der eine oder andere in den Kanälen gehört oder gelesen. Der Dirk Sattelmeier aus Köln hat vor dem Oberverwaltungsgericht in Düsseldorf ein sensationelles Urteil erwirkt. Dieses Urteil besagt, dass Polizisten in der Öffentlichkeit gefilmt werden können. Damit ist auch möglich, das vertrauliche Wort zu filmen und wiederzugeben. Die Polizei darf daraufhin allerdings nicht mehr nach diesem Urteil, was sie bis jetzt immer gerne gemacht haben, die Kamera oder das Handy konfiszieren. Das sollte jeder, der auf der Straße geht, wissen. Die Polizei ist demnach nicht mehr befugt, Handys oder Kameras in der Öffentlichkeit zu konfiszieren, wenn sie dabei gefilmt worden sind oder eine Tonaufnahme gemacht worden ist, wenn sie ein sogenanntes vertrauliches Wort gesprochen haben. Das Gericht in Düsseldorf hat gesagt, ein Polizist in der Öffentlichkeit muss davon ausgehen, dass er in der Öffentlichkeit kein vertrauliches Wort sprechen kann und öffentlich ist. Es war immer schon bestehendes Recht. Also wer da jetzt irgendwie betroffen ist, ganz richtiger Einwand, würde ich hingehen und versuchen, mein Gerät im Zweifelsfall wieder zurückzubekommen. Auf dieses Urteil kann man sich jetzt berufen. Ergänze noch dazu, Dirk hat gestern gesagt, das Urteil kommt in den nächsten Tagen und wird es auf seinem Kanal Dirk Sattelmeier dann veröffentlichen, sobald es schriftlich vorliegt. So, mein dritter Punkt ist das Infektionsschutzgesetz. Im Infektionsschutzgesetz gibt es einen Paragraphen 28b. Dieser Paragraph 28b ist insofern wichtig, dass wir beispielsweise in Arztpraxen oder in der Bahn eine sinnlose Maskenpflicht haben. In diesem Paragraphen 28b steht im Satz 5 in der Fußnote 3 Ausnahmen
von Leuten, die keine Maske tragen müssen. Und Leute, die, wie ich, einen schwerhörigen Ausweis besitzen, die dürfen keine Maske tragen. Hinzu kommt, dass Leute, die mit mir als Schwerhörigem kommunizieren wollen, auch keine Maske tragen dürfen und genauso Leute in meiner Begleitung. Sollte man wissen, wenn man in die Öffentlichkeit geht. Also merken, Paragraph 28b Infektionsschutzgesetz, Satz 5, Fußnote 3, Schwerhörige brauchen keine Maske und auch Leute in deren Umfeld keine Maske tragen. Ich empfehle jedem, sich das auszudrucken, mitzunehmen, insofern er schwerhörig ist, muss man einen kleinen Test machen, funktioniert meistens, dann das vorzulegen und zu sagen, hier steht es schwarz auf weiß. Das kann kein Schaffner in der Bahn, kein Arzt und auch kein Ordnungshüter ignorieren, weil es im Gesetz steht. Das war's. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, liebe Freunde der Wahrheit, mir scheint, wir haben wieder eine ganz schön gehaltvolle Demo gehabt. 2 Stunden Text waren das jetzt schon wieder. Und wie ich sehe, besteht ja sehr viel Bedarf für Kommunikation im kleineren Kreis, die sich auch schwer zu unterbrechen lässt, wie ich sehe. Deswegen will ich mal gerade in die Runde fragen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe euch was aus meiner Schatzkiste mitgebracht, und zwar einen Kurzvortrag zu der ursprünglichen Bedeutung oder der Herkunft der politischen Begriffe rechts und links. Aber mir scheint, zum einen sind wir nur noch die Hälfte von denen, die wir vor einer Stunde waren. Zum anderen ist fraglich, ob noch genug Konzentrationsfähigkeit ist für so einen Vortrag. 25 Minuten geht der. Und außerdem drohen auch noch Regentropfen. Deswegen will ich mal gerade um Handzeichen bitten. Lieber jetzt den Vortrag oder lieber beim nächsten Mal? Wer ist fürs nächste Mal? Also ich selbst auch. Gegenprobe, wer ist für jetzt? Das heißt eindeutig das nächste Mal. Ja, dann würde ich sagen, Tino macht die Auflösung der Veranstaltung. Ich für meinen Teil bedanke mich ganz herzlich für euer Erscheinen und kommt beim nächsten Mal wieder und beim übernächsten und überübernächsten Mal auch. Denn ich denke mal, das wird nicht alles immer genauso bleiben wie jetzt. Möglicherweise wird es so laufen wie in anderen Orten auch, dass wir mal Demo plus Aufzug, also plus Rundgang machen, oder Rundgang plus Demo, plus Kundgebung. Das könnte, denke ich mal, im Winter jetzt interessant werden. Man hat heute gesehen, das Laufpublikum ist doch ein bisschen aufmerksamer, als es noch vor 2-3 Monaten war, und wird mehr. Und je kälter die Wohnungen jetzt werden und je mehr die Lebensmittelpreise noch steigen und vielleicht fällt auch noch das Licht aus, dann werden wir, denke ich mal, doch wesentlich mehr. Und dann sollten wir hier auf der Matte stehen und auch mal einen Aufzug machen. Vorhin, glaube ich, wurde mal rumgefragt, 20 Leute wurden befragt, ob sie am Aufzug teilnehmen würden, und 20 haben ja gesagt. Also das macht doch Hoffnung. Soweit. Dann den Vortrag zur Rechts-Links-Verwirrung beim nächsten Mal, vielleicht ein bisschen früher im Programm, denn eigentlich ist das auch was, wo man ruhig mit voller Konzentration dabei sein sollte. Soweit für heute. Ganz herzlichen Dank für heute. Und jetzt gebe ich ab an Tino. Ja, Heinz, also erstmal, sorry, war eigentlich meine Schuld, dass wir den so spät irgendwie eingeplant haben, den Vortrag. Ich hatte irgendwie echt gedacht, dass es besser wäre, aber wir machen den dann einfach beim nächsten Mal. Ja, ist eigentlich alles gesagt. Ich will euch jetzt eigentlich auch nicht noch großartig weiter nerven. Ihr habt alle schön fein zugehört. Dankeschön. Ich bin froh, dass ihr alle da wart. Ja, bitte? Macht das doch aufmerksam, dass man die auch mitnehmen kann. Ja, wir haben da vorne noch einen Infoständer. Da sind verschiedene Infoblätter drauf, die alle für euch sind. Die könnt ihr euch gerne mitnehmen.
Ich fordere euch sogar auf, sie mitzunehmen. Unter anderem halt eben auch diese Chronologie der Verschwörung, die da vorne aushängt. Dort haben wir halt eben alle Sachen, die wir bisher so recherchiert haben, chronologisch festgehalten. Ist halt eben, ja, wie soll ich sagen, ein Zeitdokument, was irgendwie echt auch ziemlich wichtig ist. Ne? Also, wir hoffen, dass wir euch alle beim nächsten Mal wiedersehen. Das wird dann der erste Sonntag im Dezember sein. Wieder 14 Uhr, wieder hier Platz an der Lisa. Und ich hoffe, dass ihr zahlreich erscheinen werdet und vielleicht könnt ihr auch noch ein paar Leute mitbringen, denn jeder, der zu Hause bleibt und einfach nichts tut im Moment, wird irgendwann mal feststellen, dass zu Hause bleiben und nichts tun die falsche Entscheidung war. Jetzt bedanke ich mich erstmal, damit beende ich für heute und wünsche euch einen guten Heimfahrt und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.